So, Sammlerfreunde, ich melde mich heute Abend mal ganz spontan zu Wort. Es geht um zwei Punkte, wo ich mit euch mal besprechen möchte. Das erste, ich werde immer wieder gefragt, warum ich bei YouTube keine Werbung schalte oder irgendwelche Rabatte nutze, wo mir angeboten werden. Ich möchte mich einfach mal kurz dazu äußern, und zwar bei Fantastic Toys and Merchandise geht es in erster Linie nur um eins: mich mit den anderen Sammlern auszutauschen, meinen Zuschauern, meinen Fans auch eine gute Sendung zu bieten, euch zu informieren und auch dafür zu sorgen, dass ihr euch untereinander auch austauschen könnt. Oder gerade euch auch Sachen zu zeigen, die ihr als Kind mal hattet und womit ihr Emotionen verbindet. Wie zum Beispiel der Commodore 64, das ist die Neuauflage. Und jetzt noch zu einem Thema. Es passiert mir immer wieder natürlich, dass ich jemanden treffe, der mich kennt. Heute Morgen war es wieder soweit. Ich habe Brötchen geholt und dann kam jemand her und sagt: Entschuldigen Sie bitte, dürfen wir Sie ansprechen? Leute, wenn er noch heißt Herr Müller, Leute, ich bin euer Star Wars Sammler. Das heißt nicht Herr Müller, das heißt Thomas. Ich bin kein Superstar oder sonst was. Natürlich, ich freue mich immer, wenn ich mich mit euch austauschen kann. Ich bin kein Superstar, Arroganz und so weiter, das liegt mir sowieso nicht. Ich bin einfach ein Sammler wie ihr auch. Und auf der Comic-Con passiert es mir auch immer wieder, dass immer Fragen: Herr Müller, entschuldigen Sie bitte. Können wir... Bitte Leute, also wenn ihr mich seht, sprecht mich einfach an. Ich bin der Thomas, aber ich warne euch vor. Es kann stundenlange Diskussionen zu folgen haben, was besser ist. Star Wars oder Masters. Also da warne ich euch vor. Oder die 1985er Star Wars Figuren oder die neuen. Ich weiß es gerade auf der Comic-Con oder man trifft ja immer wieder andere Leute. Es gibt viele Leute, die denken, dass sie berühmt sind und extrem arrogant, überheblich sind, auch sich gegenüber ihren Fans so verhalten. Also das gibt es bei mir nicht. Wie gesagt, Leute, bei mir wird es niemals Werbung geben. Bei mir wird es auch niemals irgendwelche Rabattnutzungen geben und ich bin der Thomas. Okay? Der neue 64er, die Neuauflage, werden wir auch irgendwann demnächst zeigen. Und Ecto 1 aus Ghostbusters. Schade, dass der Film verschoben wurde. Ja, aufs Frühjahr. Corona. Kotzt mich langsam an mit diesem scheiß Corona. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend.